Hallo Saarland, einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank. Das ist so ein Applaus, mit dem kann man sich einreiben, um noch was mit nach Hause zu nehmen. Schön. Toll, dass Sie da sind. Ich beglücke Sie gleich mit einem Gast, einer Gästin genauer gesagt, einer Künstlerin, die ich schon echt lange kenne. Wir haben schon zusammen geslammt, da habt ihr noch im Sandkasten gesessen. Inzwischen ist die Dame mit ihrem ersten Soloprogramm unterwegs. Das trägt den sehr passenden Titel Zucker, Jokes und Peitsche. Ich finde, das charakterisiert sie schon sehr gut. Und ich muss aber gestehen, ich muss bei ihr immer so ein bisschen an Raumschiff Enterprise denken. Nicht, weil sie irgendwie spitze Ohren hätte oder so, sondern weil die Mission der Enterprise ja war, to boldly go where no man has gone before. Also frei übersetzt, unerschrocken dorthin zu gehen, wo noch nie zuvor ein Mann gewesen ist. Und deswegen habe ich hier eine kleine Ode verfasst als Ankündigung, die ich jetzt vortragen möchte. O du, das muss immer so losgehen, ne? Ist nur eine Seitenbemerkung jetzt, eine Ode geht immer los mit O du, egal wie es danach weitergeht, also eigentlich müsste es O du heißen und nicht Ode, aber es heißt halt Ode und geht los mit O du, ist einfach so. Also, O du, O Nemesis der Patriarchen, die sich wehrt, wenn Fatis schnarchen, Frauen sollten weiblich rein und lieblich, doch nicht leiblich sein. O du, die damit liegt im Clinch, du Oswald Kolle ohne Cringe, o du, die ganz tabulos nennt, was mancher bloß von Schulklos kennt. Kurier durch komische Betrachtung, anatomische Umnachtung und verhelfe unverklemmt der Wahrheit aus dem Unterhemd. O du, Lieselotte Vulva, mit dem Stoff fürs zweite Schuljahr wirkst du auch so sweet wie Zucker, gleicht dein Mundwerk na Bazooka. Dem Gesellschaftsbodensatze kratzest du am Hodenlatze, schenkst wie Bergers Erika uns geistige Generika. O du, mit Samen und mit Keimen deinen Namen hier zu reimen, könnte ich nicht als wahrer Schwärmer, also lass ich's. Lara Ermer! Viel Spaß mit Lara Ermer! Ihr Sahneschnittchen. Ich freue mich richtig doll, hier zu sein. Ich bin ehrlich gesagt auch ganz schön nervös. Ich bin richtig aufgeregt. Shari hat schon ein bisschen angekündigt, ich rede seit Jahren so sehr viel von Emanzipation und von Feminismus. Und jetzt stehe ich hier auf dieser Bühne als junge, starke, selbstbewusste Frau und wünsche mir nichts doller als eine Pfanne. Das ist doch schön. Das ist doch ein Punkt an meinem Leben, auf dem ich sehr stolz sein kann. Und ich bin wirklich... Ich bin ehrlich stolz, hier zu sein. Ich bin auch sehr dankbar um das wunderschöne Gedicht, lieber Shari, wirklich sehr dankbar. Das letzte Gedicht, das ein Mann mir geschrieben hat, habe ich von einem wildfremden Typen auf Instagram bekommen. Und das klang eher so: Rosen sind rot, Veilchen sind blau, ich finde dich hot, hier ein Foto von meinem Penis. Und da ist das doch wirklich eine meilenweite Verbesserung heute. Wie schön. Ja, macht gerne Applaus nochmal für Shari. Ich freue mich auch über diese sehr liebevolle Anmoderation, weil ihr jetzt schon so ein bisschen wisst, was euch mit mir erwartet, was auf euch zukommt. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, zu wissen, was einen erwartet. Ich hasse Überraschungen. Ich kann Überraschungen nicht ausstehen. Zum Beispiel Überraschungspartys. Man kennt die ja so aus so amerikanischen Filmen immer. Da kommt jemand nach Hause, du kommst nach Hause und du willst einfach nur in Ruhe dein BH ausziehen und dich aufs Sofa legen. Und auf einmal springt dich aus irgendeiner dunklen Ecke jemand an. Das ist nicht süß. Dafür habe ich Pfefferspray. Das ist keine wünschenswerte Situation. Oder auch dieser fürchterliche Moment, wenn deine Leute dich irgendwie in der Öffentlichkeit an deinem Geburtstag in einem Restaurant oder so überraschen wollen und dann anfangen, Geburtstagslieder anzustimmen. Unter Leuten. Da weiß doch niemand, wie man sich verhalten soll. Ich will mich in dem Moment immer einfach nur totstellen. So wie Olaf Scholz, seit er im Amt ist.
Und meine Familie, ein Applaus für den toten Olaf Scholz, das schon mal, das gibt mir zu denken. Meine Familie beherrscht sämtliche Strophen von Wie schön, dass du geboren bist. Alle Strophen, da gibt es mehrere. Und spätestens ab dem zweiten Refrain finde ich es nicht mehr so schön, dass ich geboren bin. So ab da wird es dann anstrengend. Oder auch, wenn Leute dir so überraschende Geschenke machen und dann sitzt du da und musst es auspacken und alle sitzen um dich rum und starren dich an. Und dann bist du da so und dann musst du performen. So dann musst du abliefern. Und sie gucken dich an mit erwartungsvollen Augen und du machst dein Geschenk auf und sagst, boah, wow, krass, wie seid ihr nur auf die Idee gekommen? Eine Tupperdose. Wahnsinn. Und das Problem ist, man darf auch nicht zu begeistert wirken. Weil dann glauben die dir das zu sehr. Und dann bekommst du jedes Jahr nur noch Tupperdosen. Und zum runden Geburtstag dann gleich die ganze Tupper-Party. So ist das gefährlich. Kennt ihr Tupper-Partys? Sind Tupper-Party-Fans anwesend? Ist das ein Ding in St. Ingbert? Es gibt mittlerweile ja sogar die Weiterentwicklung von Tupper-Partys. Das sind Dildo-Partys. Wenn man das mal ganz wild haben möchte, da sitzen dann Leute und geben Dildos durch die Reihen. Und die Leute, die das veranstalten, diese Tupper-Partys, heißen per beruflicher Fachbezeichnung Dildo-Fee. Und ich stelle mir das so vor, so den Eltern zu erzählen, Mama, wenn ich groß bin, werde ich Dildo-Fee. Und dann mache ich eine Weiterbildung zur Taschenmuschi-Elfe. Mutti ist stolz. Es gibt so viele seltsame Geschenke, die man bekommen kann. Es gibt so viel Quatsch, den man verschenken kann. Ich habe im Internet eine Liste gefunden, die trug den Namen die 50 besten Überraschungsgeschenke für deine Freundin. Und da war unter den Top 10, ungelogen, mache einen überraschenden Ausflug mit ihr, in Klammern, Kassel-Wilhelmshöhe. Was willst du deiner Freundin damit sagen? Schatz, unsere Beziehung ist wie der Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Bin da aus Versehen hängen geblieben und jetzt komme ich nicht mehr weg. Sehr romantisch. Und der Gipfel der Überraschungsgeschenke sind immer diese Jochen-Schweizer-Gutscheine. Jochen-Schweizer ist der Endgegner. Da nehmen Leute 400 Euro in die Hand und schenken dir dann so einen Gutschein für das große Abenteuer Baggerfahren 10 Minuten bei Rudi auf der Baustelle in Gelsenkirchen. Vielen Dank dafür. Ehrlich, freue ich mich mega. Wenn deine Freunde richtig viel Geld in die Hand nehmen, um dir einen Gutschein dafür zu schenken, dass du irgendwo runtergeschubst wirst. Das ist Liebe. Das ist einfach... Ich habe eh genug Aufregung in meinem Leben. Ich brauche keinen Adrenalinkick. Ich brauche nicht den überraschenden Flashmob. So, alles gut. Ich habe wirklich genug Aufregung im Leben. Wenn ich doch mal Bock habe auf so einen richtigen Adrenalinkick, dann bestelle ich mir einen Handwerker. Der kündigt sich dann an zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr abends. Und man kann den ganzen Tag nichts richtig anfangen. Und dann taucht er immer exakt dann auf, wenn ich auf dem Klo sitze. Das ist einfach so mein Adrenalinkick. Das reicht mir. Deswegen habe ich mittlerweile eine simple Richtlinie für Überraschungsgeschenke. Kann ich es aufessen? Nein, keine gute Überraschung. Ende des Konzepts. Da bin ich simpel gestrickt. Ich mag es nicht mal, positiv überrascht zu werden. So positiv überrascht werden macht gar keinen Spaß. Zum Beispiel, wenn du da auf der Arbeit diese eine Person hast, auf die du dich mega eingeschossen hast, du findest die richtig scheiße, du kannst die gar nicht ab. Und dann ist die auf einmal nett. Ich glaube, es hackt. Ich habe bei so vielen Leuten über dich gelästert. Wie stehe ich denn jetzt da? Das ist doch nicht fair. Es gab diesen furchtbaren Moment zu Beginn der Pandemie, da hat Markus Söder auf einmal gewirkt wie ein guter Politiker. Da hat er so einen ganz kurzen, vernünftigen Moment, da hat er so sinnvolle Pandemie-Maßnahmen verteidigt. Und ganz ehrlich, Markus, was ist los mit dir? So, dass wir uns alle, egal aus welcher politischen Richtung, einig sind, dass du eine Witzfigur bist, ist doch, was unsere gespaltene Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Das Der kann doch nicht auf einmal so tun, als könnte er irgendwas. Hat er zum Glück selber schnell gemerkt. Und ich hasse, positiv überrascht zu werden, weil positiv überrascht zu sein heißt in der Regel, ich muss meine Meinung zu was ändern. Und niemand ändert gern seine Meinung. Das merkt man zum Beispiel beim Thema UNO. Da
Da gibt es ja seit immer diese Diskussion, darf man auf plus 4 Karten weitere plus 2 Karten stapeln? Meinungen? Darf man nicht? Mindestens 10 Paare lassen sich morgen scheiden. Ich glaube, jährlich zerbrechen über UNO sehr viele Beziehungen. Alle 11 Minuten wird jemand Single über UNO. Und das Ding ist, die Firma UNO persönlich hat das längst klargestellt. Nein, man darf das nicht. Das ist aber den Leuten egal. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, halt die Klappe, UNO, ich habe UNO besser verstanden als UNO selbst. Weil wir Sturköpfe sind, weil wir nicht gerne im Unrecht sind. Mein Onkel zum Beispiel, wahnsinniger Dickkopf, jedes Jahr gratuliert ihm die ganze Familie, wir haben so einen Gruppenchat, sehr anstrengend, und wir gratulieren ihm jedes Jahr alle den ganzen Tag und wir fluten ihn so zu mit so Videos, in denen wir singen, alle Strophen, wie gesagt, und wir machen Voicemails und das ist wirklich so ganz viel Liebe und jedes Jahr antwortet er einen einzigen Satz, nämlich, Leute, mein Geburtstag war letzte Woche. Und es kann ja sein, dass er recht hat, aber niemand mag Besserwisser. So komm mal runter. Ist doch Quatsch. Außerdem heißt es doch in Wie schön, dass du geboren bist, in Strophe 2, Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal. Halt dich dran. Wir alle sind Sturköpfe, wir ändern nicht gern unsere Meinung, wir sind nicht gern im Unrecht, weil wir Gewohnheitstiere sind. Zum Beispiel wissen wir ja mittlerweile, oh, Klimakrise, Mist. Wir sollten vielleicht so ein bisschen unser Leben umstellen, unser Konsumverhalten ändern. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das richtig gut. Ich finde das wichtig. Ich finde das unterstützenswert. Aber bei meinem vierlagigen Klopapier, da hört der Spaß auf. Das ist meine persönliche Grenze. Ich habe keinen Bock, auf Recycling-Klopapier umzusteigen. Mein Körper ist ein Tempel. So, mein Hintern hat nicht weniger verdient als super soft, mega weich. Und wenn ich mir zu Weihnachten was richtig Gutes tun will, dann hole ich mir immer diese Rentier-Edition mit Zimtgeruch. Das ist geil. So. Ich sehe es einfach nicht ein, auf Recycling-Klopapier umzusteigen. Das ist so grau und so labbrig und so rau, das macht doch keinen Spaß. Von Recycling-Klopapier bleiben einem immer so viele Fetzen am Hintern hängen, als hätte man ihn aus Versehen mit einem Taschentuch in die Waschmaschine gesteckt. Ich finde einfach, Rentierklopapier ist ein Menschenrecht. So, da bestehe ich drauf. Und das ist eine seltsame Überzeugung. Aber wir alle haben so ein paar komische Überzeugungen, an die wir uns festklammern. Zum Beispiel gibt es immer noch erstaunlich viele Menschen, die der felsenfesten Überzeugung sind, Philipp Amthor wäre ein Politiker und nicht einfach so ein Grundschulkind, das aus dem Schachclub ausgebüxt ist. Dann gibt es auch in meinem Freundeskreis vor allem sehr viele Menschen, die sind der Überzeugung, dass wenn man mal nachts aus Versehen besoffen ein Döner isst, aber hinterher vom Alkohol eh kotzen muss, dann ist man wieder Vegetarier. Das ist Logik. So denken wir. Und ich habe persönlich auch noch ganz viele andere komische Überzeugungen. Ich bin zum Beispiel der Überzeugung, wir können alles, wirklich alles mittlerweile lernen, dank des Internets, dank Google, dank irgendwelchen erklärenden YouTube-Videos, alles. Man kann ja mittlerweile sogar alles über Sex im Internet lernen. Das ist wild. Ich durfte ein ganzes Buch über Sex schreiben und das hatte so ein paar lustige Nebeneffekte. Ich kann zum Beispiel jetzt Pornos gucken, von der Steuer absetzen. Ist praktisch. Und weil ich so viel unterwegs bin und mein ganzes Material immer unterwegs erarbeite, schreibe ich und recherchiere ich meistens in Zügen. Ich weiß nicht, wie oft ihr Zug fahrt, aber da sitzt immer jemand neben dir und guckt zu neugierig in deinen Bildschirm. Neulich habe ich im ICE rein aus Recherche 2 Pornos gleichzeitig geschaut. Die Person neben mir war ein bisschen verstört. Es könnte aber auch daran gelegen haben, dass der kleine Jason erst 7 Jahre alt war. Beide viel gelernt an diesem Tag. Und natürlich, gerade beim Thema Sex, muss man Informationen im Internet auch mit ein bisschen Vorsicht genießen. Es gibt Studien, die besagen, dass junge Leute sich heutzutage vor allem mit 2 Quellen im Internet über Sex informieren, nämlich über romantische Komödien und Pornos.
Und jetzt stellt euch mal vor, die Hauptinformationsquellen zum Thema Autos für junge Leute wären Bobbycars und die Transformers-Filme. Das Ergebnis wäre komplett das gleiche, viel Verwirrung im Verkehr. Dankeschön. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Hätte ich gern auf meinem Grabstein stehen. Und mit dieser seltsamen Bildung werden junge Leute aufeinander losgelassen. Dabei ist es beim Bettsport wie bei jeder anderen Sportart auch. Als Anfänger reicht es einfach höchstens für eine sehr lieblose Teilnehmerurkunde. Schön, dass du da warst. Weiter so. Nur, dass beim Sex hoffentlich keine stolze Mutter am Spielfeldrand steht und für dich applaudiert. Das wäre ein Problem. Also ja, man muss Infos im Internet auf jeden Fall mit Vorsicht genießen, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass all dieses Wissen, das für so viele Leute zugänglich ist, dass es was besser macht. Es gibt ja mittlerweile sogar Tipps zur psychischen Gesundheit im Internet, so Mental Health Tipps auf Instagram, die sind dann immer so vor so hübschen Sonnenuntergängen in Schnörkelschrift. Und ich finde das ehrlich krass. So, ich schaff's bis heute noch nicht mal, wie eine erwachsene Person mein Bett zu beziehen. Ich muss immer noch dieses Bettlakengespenst machen. Braucht ihr gar nicht kichern, macht ihr auch. Und andere Leute haben ihr Erwachsenenleben so durchgespielt, dass sie sogar noch das Leben anderer Leute übers Internet mitregeln wollen. Das ist beeindruckend. Das ist krass. Ich habe Psychologie studiert. Und wenn die Leute das hören, wollen sie von mir auch ganz gerne immer so Lebenstipps haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann nichts Sinnvolles zu irgendeinem Leben beitragen. Das Spannendste, was ich in meinem Studium gelernt habe, war Objektpermanenz. Kinder im ersten Lebensjahr verstehen nämlich keine Objektpermanenz. Das heißt, die verstehen nicht, dass Dinge, die gerade vielleicht nicht mehr da sind, die sie nicht sehen können, trotzdem weiter existieren. Das passiert Erwachsenen auch manchmal. So bei der Wäsche, die noch aufgehängt werden muss. Das ist ganz normal. Oder bei Olaf Scholz, wenn die Banker wieder aus dem Raum sind, kann man schon mal verdrängen. Ist ganz normal. Und weil Kinder das nicht verstehen, kann man diese sehr peinlichen Versteckspiele mit ihnen spielen. So dieses, wo ist der Wolfgang? Weg ist der Wolfgang! Wo ist der Wolfgang? Halt dein Maul, Wolfgang! Ich kann nichts Sinnvolles zu anderer Leute Leben beitragen, aber ich habe mir mal diese Mental Health Tipps, diese psychischen Gesundheitstipps im Internet angeguckt und ich frage mich da schon auch, wie hilfreich die sind. Zum Beispiel habe ich an einer Stelle gelesen, befindest du dich in einer tiefen Krise? Ein Schaumbad wirkt Wunder. Und ich muss ehrlich sagen, hätte man mir in der tiefsten Krise meines Lebens gesagt, ich soll es mal mit einem Schaumbad versuchen, ich hätte gefragt, ob ich den Toaster mitnehmen darf. Ich glaube, der Einzige, bei dem so ein Schaumbad mal richtig Wunder bewirken würde, ist der kleine Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Da wäre ein Bad mal eine richtig gute Idee. Ein anderer Tipp, den ich gefunden habe im Internet, war, nimm dir einen Moment für dich selbst und zünde eine Duftkerze an. Das mit den Duftkerzen ist eh irgendwie so der neue Allround-Tipp gegen alles. Wenn zum Beispiel Menschen mit Vulva Schwierigkeiten haben, zum Orgasmus zu kommen, dann heißt es ganz oft, du entspannst dich nicht genug, komm mal runter, zünd eine Duftkerze an. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, die ganz spontan vom Duft einer Vanillekerze gekommen ist. Und falls doch, wie geil muss die IKEA-Deko-Abteilung für dich sein? Mega! Sehr viele IKEA-Fans anwesend. Dieses Ding mit den Duftkerzen hat eine Schauspielerin völlig zu Ende gedacht, Gwyneth Paltrow. Die hat nämlich eine Kerze auf den Markt gebracht mit dem Namen This Candle Smells Like My Vagina. Diese Kerze riecht wie meine Vagina. Und ich habe mal ordentlich an dieser Kerze geschnuppert. Ich muss ehrlich sagen, Gwyneth, versuch mal das mit dem Schaumbad. Hätte sie das mal gegoogelt, dann hätte das Internet ihr sagen können, hey, wenn deine Vagina
wie ein Duftbäumchen riecht, mach keine Kerze draus. Geh zum Arzt. Weil das ist doch, was passiert, wenn man so körperliche Sachen googelt. Dann sagt das Internet dir, ach, du hast einen Kratzen im Hals oder dich juckt irgendwas. Tut mir leid, es dir mitzuteilen, du bist vorgestern verstorben. Aber wenn man psychische Krisen googelt, dann heißt es ganz schnell mal im Internet, hey, Glück ist eine Entscheidung, zünd eine Duftkerze an. Und ich finde das schwierig. Ich habe auch schon oft schlechte Ratschläge erteilt, auf jeden Fall. Zum Beispiel, als eine Freundin von mir neulich richtig Liebeskummer hatte, so sie ist mehrfach hintereinander, hat sie sich in so ziemliche Vollidioten verliebt und wurde dann immer wieder sitzen gelassen und ihr hat vor allem auch der Sex gefehlt und sie war sehr verzweifelt und ich meinte, hey, ich habe einen richtig guten Tipp für dich, wenn du auf den Sex mit Arschlöchern nicht verzichten kannst, kauf dir ein Dildo und guck ein paar Videos von Christian Lindner. Nicht mein bester Ratschlag. Und das Problem ist, wenn man diese Ratschläge so liest, dann denkt man sich doch, krass, okay, wenn das ist, wie psychische Krisen aussehen, so ein Schaumbad und eine Duftkerze und vielleicht ein Gläschen Chardonnay, ich frage mich doch, wo kann ich mich anmelden? Und diese Tipps sind auch so schwierig, weil sie den Leuten vermitteln, hey, du machst was falsch, dir geht's nicht gut, du hast einfach noch nicht die richtige Duftkerze angezündet. Dabei hassen wir es doch alle auch, wenn es uns gut geht, wenn andere Leute uns sagen, wie wir unser Leben verbessern müssen. Oder noch schlimmer, wenn sie uns was Gutes vorleben. Mir geht es zum Beispiel jedes Mal so, wenn im Park jemand an mir vorbeijoggt. Was soll das? Kannst du nicht ins Fitnessstudio gehen? Oder keine Ahnung, renn zu Hause ein paar Mal um dein Sofa rum. Aber nein, diese Leute müssen selbst an der roten Ampel immer neben dir wie so ein Aufziehmännchen so vor sich hinhampeln. Oder sie machen diese fürchterlichen Dehnübungen, bei denen sie so aussehen wie so ein kaputter Flamingo. Und ich bin mir sicher, die machen das alles nur, damit ich darüber nachdenken muss, dass ich dringend mal wieder Sport machen müsste. Aber weißt du, was mein Lieblingssport ist? Jogger umtreten. Menschen lassen sich einfach nicht gern um den erhobenen Zeigefinger wickeln. Das ist ganz normal. Und psychische Krisen sollte man ernst nehmen. Das fällt aber auch den Profis nicht so leicht. Ich habe nach dem Studium bzw. im Zuge des Studiums eine Runde in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet. Da galt striktes Alkoholverbot. Keine Ausrede, nachts einen Döner in sich reinzuschieben. Nix. Wirklich, die waren da sehr, sehr streng. Und dann hat der Betreiber der Klinik in Laufweite der Klinik eine Weinbar eröffnet. Wie doll kann man denn sagen, hey, wir würden dich gern heilen, aber wenn es nicht klappt, Prost! Finn Kliemann würde sagen, Krise kann auch geil sein. Wo sind die Prinzipien? Weg sind die Prinzipien. Wo sind die? Ich liebe dieses Versteckspiel sehr, wie man vielleicht bemerkt hat. Ich finde es insgesamt sehr lustig, wie man Kinder bespaßen kann. So, die sind so simpel zu bespaßen. Als ich in der Grundschule war, haben meine MitschülerInnen sehr lange überlegt, was sie mir für einen Spitznamen geben können. Lara ist ein bisschen zu kurz, um irgendwas draus zu machen. Und dann ist einer aus der Parallelklasse an der Aral-Tankstelle vorbeigekommen. Und es hat Klick gemacht. Er hat verstanden, dass Lara rückwärts Aral heißt. Sie haben mich mehrere Wochen lang Tankstelle genannt. Heute wäre es ein Statussymbol. Aber damals war komisch, dass das Kindern Spaß macht. Oder auch Klingelstreiche. Eine Freundin hat mir neulich erzählt, sie war als Kind nicht so talentiert in Klingelstreichen. Sie hat wohl immer bei Leuten geklingelt und dann war sie zu langsam und dann haben die Tür aufgemacht und sie stand immer noch da. Herzlichen Glückwunsch, du hast ganz normal bei Leuten geklingelt. Und wenn man über Klingelstreiche nachdenkt, sind die richtig seltsam. Weil wenn man das gut kann, rennt man einfach immer vor verschlossenen Türen weg. Das ist richtig traurig. Ich glaube, wer als Kind zu viele Klingelstreiche gespielt hat, wird als erwachsener DHL-Bote. Genug geklingelt. Was Kindern Spaß macht, ist so komisch. Auch Bärchenwurst zum Beispiel. Kinder lieben Bärchenwurst. Dann nimmt man sehr tote Tiere, presst sie in die Form von einem anderen Tier und dann malt man so ein Joker-Grinsen obendrauf. Das ist richtig gruselig. Aber Kinder lieben das. Kinder lieben Tiere, aber im Zweifel ist es auch okay, wenn Tiere so ein bisschen gequält werden für sie. So für den Spaß kann man das mal machen, zum Beispiel im Zirkus. Ich fand Zirkus immer sehr seltsam. Ich hatte keinen Spaß an einem Zirkus. Ich bin eigentlich erst als Erwachsene mal wieder in den Zirkus gegangen, nämlich als die ihre Tiere abgeschafft hatten.
fand ich unterstützenswert, wollte ich mir angucken. Und dieser Zirkus hat sich tatsächlich richtig was einfallen lassen, um den Abend über die Tiernummern adäquat zu ersetzen. Da sind dann nämlich leicht bekleidete Frauen mit angesteckten Pferdeschwänzen durch die Manege galoppiert. Erwachsene Frauen in Glitzerunterwäsche. Und ich saß da und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie zur Hölle ist das zustande gekommen? Saß da der Zirkusdirektor mit seiner restlichen Zirkusgang und hat überlegt, okay, so die Leute haben mittlerweile alle mega Mitleid mit Tieren, wir kriegen das nicht mehr verkauft, wir müssen die Tiere abschaffen. Wen könnten wir denn stattdessen degradieren? Versuchen wir es doch mit Frauen, schert sich kein Mensch drum. Und dann haben die das durchgezogen. Und ich saß da und ich habe mich wirklich mit der Zeit körperlich aufgeregt. Für mich war das richtig, richtig schlimm. Und neben mir saß so ein wildfremder Typ, der hat überhaupt nicht verstanden, was mein Problem war. So, der hat sich dann irgendwann zu mir gedreht und meinte, jetzt reiß dich aber mal zusammen, iss doch wenigstens was fürs Auge. Und der Typ hat mich mega an meinen ehemaligen Fahrlehrer erinnert. Da nicken immer zu viele Menschen zu wissen, das tut mir sehr leid. Mein Fahrlehrer hatte nämlich so einen Lieblingsspruch, der hat immer gesagt, ich zitiere, eng ist ja geil, aber bitte nicht im Straßenverkehr, Mäuschen. Schockierend, oder? Hat er mich wirklich Mäuschen genannt? Natürlich hatte er auch die klassischen Fahrlehreransagen, von wegen, wenn ich nichts anderes sage, immer weiter geradeaus. Das finde ich ja ungefähr so hilfreich, als hätte man sein Navi in den Spracheinstellungen auf Arbeitsverweigerung umgestellt. Und so dumme Sprüche, diese sehr trotzigen, frechen Sprüche, kenne ich sonst nur aus dem Internet. Weil seit ich auf Bühnen stehe, gibt es auch immer mal Videos von meinen Auftritten auf YouTube. Und in den Kommentaren dazu sammelt sich auch der Bodensatz der Menschheit. Zum Beispiel hat unter einem Video jemand kommentiert, also witzig finde ich die nicht, das Beste an ihr sind ihre Brüste. Und was soll ich sagen? Der Mann hat recht. Natürlich sind meine Brüste das Beste an mir, meine Brüste sind der Shit. Ich mache es regelmäßig, wenn ich schlecht drauf bin, dass ich mich zu Hause vor einen Spiegel stelle, meine Brüste in die Hand nehme und denke, wenigstens das habe ich erreicht im Leben. Und es hilft. Zwischenapplaus für meine Brüste. Meine Großeltern sind stolz. Unter einem anderen Video, da hatte ich auf der Bühne über das Thema Menstruation gesprochen. Und ich liebe diesen Moment, in dem der Gesichtsausdruck im Publikum so ist, wuh, Brüste, nein, Menstruation. Das gehört leider ganz oft zusammen. Und ich hatte auf der Bühne über Menstruation gesprochen und da hat dann hinterher jemand drunter kommentiert und meinte, muss das denn sein? So, er fand wohl Blut an sich schon ekelhaft. Dann ist Menstruation natürlich der Endgegner, verstehe ich. Überfordert mich ja selber manchmal noch. Ich saß neulich auf der Toilette, hatte gerade meine Menstruationstasse ausgeleert und in dem Moment habe ich derbe Nasenbluten bekommen. Ich war sehr kurz davor, mich einfach nebenan in die Badewanne zum Ausbluten zu legen. Ich kann also verstehen, dass das Thema einen überfordert. Alles cool. Und er meinte dann so, oh, und wie eklig, und muss man drüber reden? Ist eine Meinung, die man komplett haben kann. Spannend war dann nur seine Schlussfolgerung. Die lautete nämlich, ich stech dich ab. Und wenn du kein Blut sehen kannst, spar dir doch den Stress. Alles gut. Diese Kommentare im Internet treffen mich zum Glück meistens nicht mehr. Mein Fahrlehrer damals, der hat mich richtig bekommen. Der hat mich richtig getroffen. Ich habe durch die Fahrstunden mit ihm so eine Panik vorm Autofahren entwickelt. Sobald ich meinen Führerschein hatte, bin ich nie wieder Auto gefahren. Und ich finde es ehrlich okay, so komme ich gut mit klar. Das Einzige, was mich bis heute richtig nervt, sind diese Sprüche von wegen Frau am Steuer, Ungeheuer. Ich hasse es so doll, dass ich die Idiotin bin, die diese Scheiße bestätigt. Das wäre der einzige Grund, warum ich doch noch mal Bock hätte, richtig gut Autofahren zu lernen. Und dann gründe ich eine Fahrschule. Eine feministische Fahrschule. Und meine Schülerinnen wären die krassesten Fahrerinnen der Welt. So scheiß auf Parallelparken. Bei uns wird in die Parklücke gedriftet. Sexy Carwashing wäre auch überhaupt kein Thema mehr. Es gäbe nur eine einzige Ausrede, warum dann eine Frau im Bikini bei dir auf der Motorhaube liegt, weil du am Strand in sie reingefahren bist. Und diese Witze hören ja leider beim Autofahren nicht auf.
da hat irgendwer mal beschlossen, Männer sind so, Frauen sind so, dazwischen gibt es überhaupt nichts. Und bis heute fallen irgendwem ständig neue Witze dazu ein. Und ich finde das ehrlich krass, das ist mega das Talent. Mit Talenten ist nur immer so eine Sache. Wenn du zum Beispiel mega kreative Freunde hast, dann ist das super beeindruckend. Bis die einen Bastelkurs belegen und dir ständig Vagina-Kerzen machen, das ist nicht mehr so beeindruckend. Und so geht mir das mit diesen Witzen. Weil klar kann man sich jetzt zum 100. Mal darüber lustig machen, dass ich eine Frau bin. Es gäbe aber halt viel bessere Gründe, um mich auszulachen. Ich bin 2-mal durch die Prüfung gefallen, bevor ich das Seepferdchen bestanden habe. Ist leider eine wahre Geschichte. Ich habe das beim 3. Mal nur hinbekommen, weil meine Mutter am Ende des Schwimmbeckens stand und mit so einer riesigen Plüschdiddelmaus gewunken hat. Ich bin allgemein natürlich eigen, sind wir alle. Da können aber andere Frauen nichts dafür. Genauso wenig wie Männer was dafür können, dass sich irgendein Typ offenbar mal darauf gefeiert hat, wie mega stumpf und unhygienisch er war. Und trotzdem sagen die Leute, wenn sie sich über Geschlechter lustig machen, immer so Sachen wie wir Männer, wir Frauen, wir Mädels. Und was soll das? Du sprichst nicht für mich. Ich finde es schön und gut, wenn du mit deinen Ladies ständig shoppen gehst und ihr euch ausschließlich von Sekt ernährt. Aber das gilt nicht für mich. Ich trinke keinen Sekt. Unter Champagner fange ich gar nicht erst an. Und wenn man die Leute dann fragt, woher so Bilder kommen, heißt es immer, das war schon immer so. Männer und Frauen sind einfach seit Urzeiten verschieden. Ich jagen, du sammeln. Wenn du es machen willst wie der Neandertaler, ist komplett okay für mich. So, aber dann sei konsequent. Zieh's durch. Stirb aus. Und ich verstehe ganz ehrlich einfach nicht, wofür diese Sprüche heute noch gut sind. Da hat doch niemand was von. Auch dieses Klischee vom schwachen Geschlecht. So, oh, Frauen sind so zierlich. Frauen können nichts heben. Herzlichen Glückwunsch, jetzt darfst du meine Waschmaschine schleppen. Wer hat hier gewonnen? Ist doch Quatsch. Da hat niemand was von. So vieles am Sexismus heute hat irgendwie einfach gar keinen Sinn. Das ist nicht zu Ende gedacht. Weil zum Beispiel zu sagen, hey, wir wollen Frauen unten halten, deswegen bezahlen wir sie schlechter, zack, bumm, funktioniert. Aber was soll der Quatsch mit diesen winzig kleinen Hosentaschen an Frauenhosen? Wer hat da was von? Und vor allem, was wollt ihr verhindern, dass ich mit mir rumtrage? Das viele Gehalt kann es nämlich nicht sein. Und auch da frage ich mich wieder, wie sind diese Hosentaschen entstanden? Und ich stelle mir das immer so vor, dass da sehr viele sehr wichtige Männer um den Tisch rumsaßen und sich beraten haben, okay, wir wollen Frauen unten halten, was können wir tun? Alles klar, wir bezahlen die schlechter und wir lassen die als Pferdersatz durch den Zirkus galoppieren. Und wir machen Kindererziehung zu einer Frauenaufgabe und wir geben denen weniger Aufstiegschancen. Und nach stundenlanger, harter Arbeit ist irgend so ein Ingo aufgestanden und meinte, und dann machen wir denen winzig kleine Hosentaschen. Danke für deinen Beitrag, Ingo. Ehrlich. Das Einzige, was diese Taschen... Dankeschön. Das Einzige, was diese Taschen bewirken, ist, dass wenn ich feiern gehe, ich immer meinen ganzen Kram in meinen BH stopfen muss. Mein Freund dachte ernsthaft bis vor kurzem, wir würden das machen, um sexy zu wirken. Schatz, der Abdruck von dem 2-Euro-Stück neben deinem linken Nippel. Oder wenn ich nach einer durchtanzten Nacht aus dem Club nach Hause komme und erstmal den Perso von meinen verschwitzten Brüsten abziehen darf. Mit so einem richtig hot. Das ist doch alles einfach Quatsch, das bringt doch gar nichts mehr. Am 8. März ist Weltfrauentag oder wie man mittlerweile sagt, internationaler feministischer Kampftag. So, das sagt man, weil es mehr Leute reinholt und weil es ein geiles Wort ist. Feministischer Kampftag. Kriegt man doch sofort Bock, sich am ganzen Körper mit Schlamm einzuschmieren und so um Ingo und Gehfehler zu verpassen. Und ich fühle mich an dem Tag immer voll. Ich stehe da schon morgens vorm Spiegel, Brüste in der Hand und bin so, wer ist eine Göttin? Ich bin eine Göttin. Who run the world? Männer, aber wir arbeiten dran. Und dann laufe ich den ganzen Tag so aufgepumpt durch die Gegend. Und ich war auch dieses Jahr auf einer Demo zum feministischen Kampftag. Und hinterher stand ich am Bahnhof und habe mich immer noch so richtig gefühlt. Und dann kam so ein Typ und hat gefragt, Zitat, ob er an meiner Fotze riechen darf. Gwyneth Paltrow hätte ihm einfach eine Kerze schenken können.
Aber ich habe getan, was man als schlammbeschmierte Göttin tut. Ich bin weggerannt. Und das klingt jetzt alles so albern, aber ehrlich gesagt machen mich diese Dinge schon noch richtig, richtig wütend. Das Problem mit wütenden Menschen ist, wütenden Menschen hören wir nicht gern zu. Da heißt es dann immer, reg dich ab, komm mal runter, zünd eine Duftkerze an. Ich habe einer Freundin erzählt davon, wie sehr mich das aufregt und sie meinte, ja, ich kann das schon verstehen, dass dich das wütend macht. Diese Sexisten so, die können wirklich aufregen, aber reg dich doch ab, das lohnt sich doch nicht, die steckst du doch alle locker in die Tasche. Würde ich ja gern, aber in meine Taschen passt nichts rein. Und manchmal bin ich eben wütend und dann bin ich wütend, weil ich nicht wütend sein darf und dann kaufe ich mir sehr viele Süßigkeiten, weil das ist, was man macht, wenn man erwachsen ist und Gefühle hat. Und dann fange ich an zu weinen, weil ich überfordert bin und dann heule ich diese Süßigkeiten voll. Und ich glaube, Süßigkeiten voll heulen, das ist wie Salzkaramell erfunden wurde. Und manchmal bin ich eben einfach richtig wütend und dann hilft nur noch eins, Brüste anfassen. Und ich weiß, dass hier jetzt ein paar, das ist die angemessene Reaktion zu Brüste anfassen. Das war das schönste Kichern, das ich je gehört habe. Und ich weiß, hier sitzen jetzt immer noch ein paar Personen mit verschränkten Armen und denken sich, ey, was will die Olle da? Wir leben in einer mega aufgeklärten Gesellschaft, wie weit sollen wir uns denn noch entwickeln? Und ich habe eine Antwort. Wenn ich nichts anderes sage, immer weiter geradeaus. Dankeschön. Und ich weiß, ich meckere viel und ich weiß, ich fordere viel und manchmal kann es anstrengend sein, so sich weiterentwickeln zu wollen. Vor allem, wenn man zum Beispiel aus einer Gegend kommt, die sich damit schwer tut, sich weiterzuentwickeln. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Genauer gesagt, komme ich aus Franken, ich komme aus Fürth, bei Nürnberg. Aus der Gegend kommen auch Playmobil und Markus Söder. Das eine tut so, als wäre es ein freundliches Männlein, das andere ist Playmobil. Deswegen, ich kann das verstehen, wenn sich Verändern manchmal ein bisschen anstrengend ist. Und deswegen bin ich weggezogen und bin nach Frankfurt gezogen. Und dann kam ich da an in der großen, großen, weiten Stadt und habe festgestellt, ich habe keine Ahnung, wie man als erwachsene Person Freunde findet. Wie macht man das? So, ich war mit dem Studium fertig, ich arbeite von zu Hause aus, kein Plan, wie man das machen soll. Und dann stand ich am Bahnhof und da hing so ein Plakat, auf dem stand, hey, suchst du Leute, die mit dir auf einer Wellenlänge sind und mit denen du die gleichen Themen teilst und mit denen du richtig gute Gespräche führen kannst und gute Abende verbringen. Und ich dachte, ja, genau das suche ich. Da habe ich es mir von Namen angeguckt. Es war Werbung für eine Selbsthilfegruppe. Und das war ungefähr der Moment, in dem ich gelernt habe, meine alte Heimat zu vermissen. Und dann hat praktischerweise die Zeitung in meiner alten Heimat, die Fürther Nachrichten, mich gebeten, einen Text über meine alte Heimat zu schreiben. Und ich dachte, geil, wie schön, das trifft sich gut. Und habe den Text geschrieben, hat sich herausgestellt, war nicht ganz das, was sie von mir erwartet haben. Denn er trug den Titel Eine liebevolle Hasserklärung. Ups. Und ich habe diesen Text mitgebracht, weil ich das Gefühl habe, vielleicht, also weil Fürth ist im Herzen ein ziemliches Dorf. Und gewagte Vermutung, vielleicht fühlt man das in St. Ingbert ein bisschen. Also als ich heute in St. Ingbert angekommen bin, hat mein Handy mich gebeten, bitte meine Zeitzone anzupassen. Wirklich, ich kann nichts, mein Handy ist schuld. Und deswegen habe ich euch diesen Text mitgebracht. Ich muss euch vorweg was erklären. Ich komme aus der Fürther Altstadt und in diesem Viertel gab es lange einen alten Mann, der ist immer durchs Viertel spaziert und hat immer den Anfang von Wind of Change gepfiffen. Immer nur die ersten Takte und dann hat er wieder von vorne angefangen. Das war genauso anstrengend, wie ihr es euch jetzt vorstellt. Aber wenn ich dann nach Hause kam von einem Auftritt und aus dem Bahnhof rauskam und von weitem Wind of Change gehört habe, wusste ich, ich bin zu Hause. Und dann ist dieser Mann leider verstorben. Und es wurde sehr, sehr still bei uns im Viertel. Und wir haben uns gegenseitig ständig dabei ertappt, wie irgendjemand angefangen hat, Wind of Change zu pfeifen. Und deswegen widme ich den Text, der gleich kommt, immer diesem Mann. Ich weiß leider bis heute nicht, wie er heißt. Deswegen nenne ich ihn den Pfeifer für den Pfeifer. Eine liebevolle Hasserklärung. Es sind dieselben drei Zeilen auf den Lippen des Alten, die er wieder und wieder pfeift. Wo andere eilen, lädt er einen innezuhalten, wenn sein Lied durch das Viertel streift. Seine Melodie wird begleitet von klirrenden Tassen, von Raunen, von Kneipengeräuschen. Der Rhythmus wird vom Klappern der Störche geleitet, von rauschenden Straßen und Kirchglockenläuten.
Und so läuft die Stadt, haltlos, stets trotten, dem Gleichschritt gewohnte Kopfsteinpflasterwege. Es sind dieselben Geschichten, die man hier dauerhaft breitritt. Die Erzählung wirkt müde, wirkt träge. Heimat, das ist eine Stadt, die sich selbst in den verstecktesten Ecken irgendwie vertraut anfühlen kann, hat irgendwann irgendjemand sehr besoffen auf einer Party zu mir gesagt und mir anschließend vor die Füße gekotzt. Heimat, das ist der Ort, an dem dein Herz hängt, hat meine Uroma immer gesagt. Zuhause, das ist da, wo ich in Ruhe kacken gehen kann, sagt mein großer Bruder für meinen Geschmack viel zu oft. Heimat war für mich schon immer ein recht schwieriges Konzept. Immerhin komme ich aus einer Gegend, die zwar schon sehr schön ist, in der man aber auch immer noch zu viel CSU wählt und in der man einen Dialekt spricht, der so wahnsinnig faul und unästhetisch klingt, dass er gleichzeitig auch als Verhütungsmethode dient. Doch irgendwann habe auch ich gelernt, dass Zuhause da ist, wo man alles sagen kann, weil einem kein Schwein zuhört. Und der Zahn der Zeit zeichnet Falten. Jeder Fortschritt ein Hinken und obwohl mittlerweile ein Weilchen verging es zwischen Schindeln und Balken, wo Gassen sich winden, der Wille zum Wandel verschwindend gering. Stets Rückkehr nach hier, dank Heimweh, trotz Einsicht und immer kocht jemand Kaffee. Beim Nachbarn an der Bierbank, man grüßt, ja man kennt sich, Servus, Grüß Gott und Ade. Mein Zuhause ist ein verdammtes Postkartenmotiv, wirklich schön, aber nicht interessant genug, um zweimal hinzuschauen. Ein Ort, an dem nichts für so viel Aufregung sorgt, wie das Derby zwischen dem ersten FC Nürnberg und den Greutern führt. Dabei sind ehrlicherweise beide Vereine scheiße. Und dann sitzt man da und man sagt die immer gleichen Sätze auf. Ja, ich habe tatsächlich mein Studium beendet. Nein, draus gemacht habe ich nicht so viel. Ja, ich mache immer noch Comedy. Und nein, nur weil ich Künstlerin bin, bin ich nicht automatisch obdachlos. Ja, ich habe nach mehr als 12 Jahren überraschenderweise immer noch diese Phase namens Vegetarismus. Und nein, Schinkennudeln sind nicht okay. Fürth, du Stadt der Einbahnstraßen, Sperrzeiten und Nachbarschaftsklagen. Auch da, kurze Erklärung, es gibt in Fürth eine sogenannte Kneipenmeile, die Gustavstraße. Kneipenmeile heißt 50 Meter, 3 Kneipen. Und es ist irgendwann ein Hobby geworden, dass Leute auf diese Kneipenmeile gezogen sind, um dann die Kneipen wegen Ruhestörung zu verklagen. Und dann haben diese Kneipen angefangen, sich gegenseitig zu verklagen. Und das ging sehr durch die Medien, so berühmt war Fürth sonst nie. Und dann ist ein offizielles Fürth-Monopoly erschienen. Und diesem Monopoly liegt ein kleines Deckchen aus Filz bei, das man auf die Gustavstraße legen muss, damit es nicht zu laut wird. Fürth, du Stadt der Einbahnstraßen, Sperrzeiten und Nachbarschaftsklagen. Wie gern würde man dich manchmal hassen, statt deine gleichbleibende Melodie zu ertragen. Doch irgendwann wird alles anders. Denn man geht ja mit der Zeit, nur geht hier trotzdem nie was vorwärts. Und drum gehe ich und ihr bleibt. Es liegt nicht an euch. Es liegt sehr, sehr an mir. Nur suche ich nach einer Zukunft, die liegt leider nicht mehr hier. Hier ist mir alles zu vertraut. Ich habe vor allem mich so ziemlich satt. Nur komme ich nicht aus meiner Haut, drum muss ich raus aus dieser Stadt. Ein letztes Klopfen auf den Stammtisch. Die nächste Runde geht auf mich. Ein letzter Blick auf die Turmuhr, deren Zeit zu schnell verstrich. Ein letztes Servus an den Nachbarn, der dort wohl ewig sitzt. Ein letzter Gang durch das Viertel, dessen Sandstein nie vergisst. Ein letzter Kaffee an der Ecke, der da immer noch nicht schmeckt. Letzter Spaziergang im Park, die Brunnen immer noch verdreckt. Ein letztes Bier, noch eine Kippe und ein letztes Kuchenstück. Dann ein letztes Mal, Ade und ein letzter Blick zurück. Da liegt die Stadt still, sie wartet und ruht, einladend mit ihr zu verweilen. Heimat, du bist so viel und wie du bist, bist du wohl gut. Nur dein Wind of Change kennt eben nur 3 Zeilen. Vielen, vielen lieben Dank. Lara Hermer! Danke sehr. Dein Publikum, dein Applaus, Lara Hermer. Mit ihrem Programm Zuckerjokes und Peitsche.